Also 1D-Elemente, die brauchen einen Querschnitt. Wo definieren wir den? Wir schauen mal in der Property rein. Da gibt es keine Karte. Das ist immer schlecht. Aber wir sehen hier vielleicht schon einen kleinen Hinweis auf die mögliche Karte, die wir hier auswählen sollen, nämlich das Material wird Bar 2 genannt. Und das spricht doch sehr für einen P-Bar als Karte. Das heißt, P-Bar ist ein Elementtyp. Also es gibt P-Beam, C-Beam, ja, P-Beam, P-Bar-L. Also die können unterschiedliche Sachen. Manche können nur symmetrische, achsensymmetrische Querschnitte. Manche können nur wie Fachwerke, also praktisch nur keine Torsionen und so weiter aufnehmen. Da gibt es halt unterschiedliche Elementtypen. Wir werden jetzt das Pi-Bar-Element verwenden. Also hier mal Card-Image, Pi-Bar auswählen. Und jetzt seht ihr hier unten schon A, I, 1, 2 und J. Das sind die maschinenbauspezifischen Flächenträgheitsmomente, Widerstandsmoment, Fläche vom Querschnitt. Also alles, was man braucht, um so eine schöne Biegelinie zu berechnen. Macht ja auch Sinn, dass man das in einem Finite-Elemente-Programm hinterlegt. Okay, das heißt, was machen wir jetzt? Gehen wir in Double und rechnen wir uns die Werte aus von unserem Querschnitt. Nee, geht schneller. Aber geht einfacher hier im Programm. Da gibt es diese Hyperbeam View. Das seht ihr ganz oben, wenn ihr da beim Model Browser seid, seht ihr, dass ihr seid die ganze Zeit in diesem Model Browser, ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt, Model View seid ihr gewesen. Wenn ihr hier ganz rechts geht, gibt es die Hyperbeam View. Und da kann man Querschnitte definieren. Das heißt, hier wechselt die Ansicht. Und jetzt kann ich hier links in dem weißen Feld rechtsklick, Create, Standard Section, Obdestruct. Was wollen wir machen? T-Profil. Oder ein U-Profil. Machen wir mal ein H-Profil. Oder macht, was ihr wollt. Also, ist komplett egal. Vom Prinzip her ist die Aufgabe genau gleich. Also ich mache jetzt ein H-Profil und da sehe ich, dass ich die ganzen Dimensions hier ändern kann. Und das ist, glaube ich, nichts anderes als der Double hinterlegt. Ja, das heißt, ich kann hier die Dimensions eingeben und rechts rechnet er mir aus, was i, y, i, z und sonst was für Werte rauskommen. Okay? So, ich habe das kreiert, dann gehe ich wieder zurück in mein Model View und kann jetzt hier in meiner Property 1 links unten bei Beam Section findet ihr alle dieses Beam Section. Da kann ich jetzt zweimal draufklicken und sehe, dass ich jetzt hier eine H-Section habe. Die wähle ich aus, bestätige mit OK und sehe jetzt hier die Werte für A, I, 1, 2 und J eingetragen. Also prinzipiell nichts anderes, als wenn ich im Double nachgeschlagen hätte und mir das Ganze manuell gerechnet hätte. Okay, jetzt heißt, Querschnitt habe ich definiert. Jetzt, Property habe ich auch. Jetzt ist noch diese Bar 2-Geschichte. Da soll das Ganze ja rein. Da muss ich jetzt noch die Property zuweisen. Also hier gehe ich auf die Property und wähle die Property 1 einmal aus. Bestätigen mit OK. Und jetzt ist mein Modellaufbau prinzipiell mal fähig dazu, 1D-Elemente zu definieren. Weil ich habe den Component mit zugewiesener Property, ich habe die Property mit zugewiesener Karte und die Property hat auch ein Material? Fragezeichen. Hat sie? Material Bar 2, genau. Und in Bar 2 gibt es da auch eine Karte? Nein, natürlich nicht. Das Materialverhalten ist hier noch nicht definiert. Auch blöd. Das heißt, wir definieren mal kurz, dass das Ganze einfach Stahl wäre. Dazu wählen wir hier in der Materialcard Mat 1 als Karte aus und geben als E 210.000 und als Nü 0.3. Die zwei Werte brauchen wir immer. Also im Material gibt es Bar 2. Da auf Card Image Mat 1 stellen und dann ergibt sich hier unten E und Nü. Ich denke, ihr wisst ja alle, was das ist. Also der E-Modul und die Querkontraktionszahl. Das dürfte man bei Maschinenbauern aussetzen. Oder? Okay. So, ist jeder soweit? Dann können wir jetzt endlich das erste Element erstellen. Zwischen diesen zwei Knoten soll jetzt ein H-Träger rein. Dazu
gehen wir auf 1D in den Radio-Buttons rechts, 1D und dann auf Bars. Also, ja. Dann sieht das Ganze so aus. Normalerweise nicht so, wie es jetzt hier ist, sondern so sieht es eigentlich aus. Und hier ist auch nichts drin. Also, so. Man kann jetzt hier mehrere Sachen machen. Zunächst einmal, Node A, Node B, Start- und Endpunkt, das scheint jedem logisch. Pin A und Pin B, da kann man einen Freiheitsgrad selektieren, der keine Kraft übertragen soll. Interessiert uns nicht, wir gehen davon aus, dass der alle Kräfte überträgt. Property, ganz wichtig, hier muss die Balken-Property rein. Das heißt, wir gehen jetzt hier auf die Property und sagen Property 1. Und Element-Types, auch ganz wichtig, hier müssen wir C-Bar auswählen. Weil, wenn wir jetzt ein C-Beam-Element erstellen würden und das Ganze in einen Component reinschreiben, der aber als Property eine P-Bar-Karte hat, geht's nicht. Gibt's einen Fehler. Gern gemachter Fehler. Also hier immer schauen, dass man sowohl Property als auch Element-Type auswählt. So, die Offsets, die interessieren uns eigentlich nicht. Was uns aber noch interessiert, ist die Orientation. Orientation heißt die Ausrichtung des Balkens im Raum. Wenn ihr euch vorstellt, so ein H-Querschnitt, wie der im Raum drin liegt, das macht ja einen Unterschied, oder? Ob der 45 Grad drin liegt, so drin liegt, so drin liegt. Für die Steifigkeiten am Modell macht das einen Unterschied. Das heißt, hier müssen wir die Orientierung auswählen. Und die Orientierung bestimmen wir so. Im Hyperbeam View sehen wir hier, dass die Achse nach oben, das ist hier die Y-Achse, die wird bestimmt. Das heißt, die gebe ich an. Okay, wenn ich jetzt will, dass mein H so drin liegt, dass ich es lesen kann, wenn ich von X rum drauf schaue. So. Wenn so das H drin sein soll, dann müsste ich jetzt hier die X-Achse auswählen als Orientierung. Habe ich jetzt mal gemacht. Man könnte da auch jeden anderen Vektor anwählen. Also die Orientierung ging da mit diesem schwarzen Dreieck. Da kann man einen X, Y, Z-Achse auswählen, man könnte einen allgemeinen Vektor auswählen oder aber auch mit N1, 2, 3 das Ganze selektieren. Okay, dann bleibt es jetzt eigentlich nur noch dabei, diesen Knoten oder diese zwei Knoten anzuwählen, dass man es auch erstellt. Wir selektieren den Node A-Selektor, wählen den unteren Knoten aus und dann den oberen. Und dann sehen wir, dass jetzt hier eine schöne blaue Linie gezeichnet wurde mit einem kleinen C-Bar daneben. Das heißt, es hat funktioniert. Hurra! Was jetzt aber der Fall ist, wir sehen gar nicht, wie das Ganze drin liegt. Wenn ich das visuell aber überprüfen möchte, ob ich es richtig definiert habe, müssen wir hier in diese Schaltfläche rein. Das liegt eins rechts neben dem Element-Schattierungsknopf. Können wir jetzt hier auf Detailed Element Representation gehen und sehen jetzt hier, wie dieses H-Teil drin liegt, im Originalmaßstab. Also jetzt schön überdimensioniert für unseren kleinen Abstand. Okay, gehen wir wieder zurück auf 1D Element Representation. Traditional Element Representation. Und jetzt wollen wir nochmal was adressieren. Und zwar eine letzte Sache. Wenn ich jetzt hier ein Element zwischen zwei Knoten habe, was weiß ich über den Bereich dazwischen? Gar nichts. Ich weiß nicht, wie er sich deformiert. Ich habe keine Ahnung. Wenn ihr solche Biegelinien habt, die sind ja meistens nicht linear, ja, oder die gehen immer so, ja, kurvenmäßig nach unten. Ich habe keine Ahnung, wie sich das Ganze verbiegt dazwischen, weil das ist hier gar nicht betrachtet. Um das zu betrachten, müssen wir ein sogenanntes Line Mesh erzeugen. Das heißt, wir vernetzen den Bereich zwischen zwei Knoten mit ganz vielen kleinen Balkenelementen. Und wie das geht, schauen wir uns jetzt an. Also es gibt hier diesen Mesh-Knopf ganz oben. Dann gehen wir auf Create Line Mesh. Und mit diesem Line Mesh können wir jetzt eine Linie selektieren. Also wir haben einen Selector für Lines, wir haben eine Angabe für Element Size. Wir müssen die Property angeben, die Elementkonfiguration und ob das Segment die ganze Linie ist oder ob es da noch einen Break Angle gibt, wo das Ganze abbrechen soll. Okay, wir wählen jetzt einfach die Linie hier unten aus. Was ist eigentlich dieser Auto-Knopf? Ich glaube, das hat wieder was mit der Orientierung zu tun.
Als wenn wir sagen, dass da hier die Z-Achse, die Y-Achse vom Hyperbeam-View sein soll. Kann man das auch so machen. Also Element Size lassen wir jetzt mal auf 0.5, das wird schon irgendwie passen. Und drücken auf Mesh. Ob das mit der Z-Achse gepasst hat, werden wir gleich sehen, wenn wir diese Traditional Element Orientation wieder umstellen. Ja, das hat funktioniert. Die Z-Achse kann man auswählen, wenn man hier auf Components geht. Bitte? Wird nicht angezeigt? Also, oh, Components war es nicht. Auto war es auch nicht. Vectors. Schau mal bei Vectors. Und dann kann man hier angeben Z-Achse. Dann schaue ich es mir sofort an. Ja, das wäre es erstmal zum 1D-Vernetzen oder 1D-Elemente. Ja, dann gucke ich mir jetzt mal die Frage.